Okay, und es geht weiter. Wir verfolgen nun die Route nach Meridian. Wollen wir den mal hier angreifen? Ich glaube, der dreht sich gleich um. Okay, kein Problem. Kann mir mal jemand sagen, ob der Sound ruckelt bei euch auch oder liegt es immer an den Kopfhörer? So, das Problem ist, natürlich, das ist nicht alleine. Oh shit. Oh shit. Dann ist der da hinten. Ich wollte ja eigentlich den da hinten bekämpfen. Und mittlerweile soll ich mir das echt überlegen, weil ich stelle mich hier Hirsch gerade ultra an. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ich verspringe uns beide. Gott, ich glaube, der Meister ist stinkig. Was ist denn sein Problem?
Irgendwie. Jetzt kommt er. Oder auch nicht. Das Ding ist ja riesig. Und wurde zum Kämpfen erschaffen. Weil die Falle das wieder schon trat. Okay, ich habe jetzt genug in den geschaut. Aber ich glaube, das ist noch einmal zu groß für mich. Das ist eindeutig, glaube ich, noch nicht so toll. Dann gehen wir doch den ganz normalen Weg und tun so, als wäre eigentlich gar nichts gewesen. Geben wir uns noch mehr Meridian. Noch 900 Fuß. Und laufen hier einfach an dem Riesengerät vorbei. Darüber. Donnerkiefer. Donnerkiefer ist in Italien, okay. Gibt's hier noch irgendwas auf dem Weg, was uns vielleicht irgendwie vom Weg abbringt? So, kann mir der eine oder andere vielleicht mal kurz verraten, ob es ein Rauschen im Stream gibt? Oder so ein Knacksen bei höheren Tonlagen. Wenn ich spreche oder wenn ich kämpfe oder wenn irgendwas laut ist, ob das knackst oder ob das an meine Kopfhörer liegt. Ich kann das gerade nicht beurteilen. Oh, diese blöden Schildpanzer. Okay, danke. Danke, Ryan, weil dann sind es meine Kopfhörer, schätze ich mal. Die hier rumpacken. Hä? Du bist ein Flugsaurier. Jetzt hab ich's verstanden. Du bist der Gefangene oder was? Ja.
Was bist denn du, ein Chocobo? Roboter Chocobo? Gut, das kann ich gut gebrauchen. Ja, freilich, Gusswurzelverderbnis, die kann man immer gut gebrauchen. Müssen wir hier das eine oder andere wieder verkaufen. Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir auch... Das ist ja gut getarnt hier. Wüstenglas. Dann gehe ich mal davon aus, dass wir auch wieder das eine oder andere kaufen können. So, dann schauen wir mal kurz, ob hier irgendwo noch Fischis sind. Ja, wenn hier welche waren, dann wurden sie durch den Lärm wahrscheinlich verdrängt. Eine Schnellspeicherung. Falls Maschinen oder Banditen an mir vorbei wollen, müssen sie kämpfen. Sind wir schon da? Okay, dann ist einfach der Einmarsch zum nach Meridian 400 Fuß lang. Nicht schlecht. Und hier gibt es wieder wegen mehr Wasser, das bedeutet mehr grüne Pflanzen. Gehen wir aus dem Weg, Soldat. Einfach nur episch hier. Ja, da kannst du schon ein bisschen den Weg zurücklegen, Madame. Ich kann dir nicht helfen. Meine Aufgabe. Jetzt betreten wir gleich die Stadt, von der die ganze Zeit gesprochen wird. Meridian. Schon viermal gesehen. Auf dem Weg rein nach Meridian ein Lagerfeuer. Kurz davor ein Lagerfeuer. Und dann wahrscheinlich selber wieder ein Lagerfeuer. Nicht schlecht. Es tut Alter. Mir leid, aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Ich sollte dort draußen Maschinen jagen und hier nicht rumlaufen. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen und warten? Was ist hier los? Ihr kommt da nicht dran. Da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Was ist das denn hier, ein Aufzug? Wie konnten Sie sich auf. Wenn das so weitergeht, bin ich in einem Monat pleite. Ja, weil ich euch beklaue. Ihr müsst ja auch eure Verschwörer stecken und nicht einfach mitten auf die Straße stellen. Ist ja klar, dass ihr dann pleite seid, wenn ich das ganze Geld habe. Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen. Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an.
Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olen. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olen finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen. Aber ich weiß, dass Olen mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht, wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Ich habe ja auch jemanden verloren. Oder es wird leichter. Dann hör auf, dich selbst zu bemitleiden und folge ihrem Beispiel. Das sind wirklich tröstende Worte. Alle verlieren Menschen, die sie lieben. Tränen ändern nichts. Keine Angst, meine Tränen sind gerade alle eingefroren. Ich muss Olens Haus sehen. Jetzt. Okay, okay, dann komm. Das ist gut. So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nur. Was haben wir gemerkt, dass du nur trinkst? Das Mädchen. Ist sie eine Nora? Offensichtlich lassen sie heutzutage wirklich Meister in die Stimme sein. Er ist riesig. Du solltest deine Vorräte aufnehmen. Wie lange noch will er in seinem Palast verstecken? Die Zitadelle Blut für Blut. Rache für Ersa. Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr. Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen. Deine Schwester ermordet und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis! Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen! Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Außer Ram oder nicht. Sie hat für das Sonnenreich gekämpft. Okay, er möchte nicht darüber reden. Wir werden es noch rausfinden. Komm noch schneller, du Trunkenbold. Okay, wie kommen wir da rein? Jetzt sind wir die Tür. Oh, das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Aktiviere den Fokus und drücke R3, um das Gebiet hinweisen aufzusuchen. Ja, das tue ich gerade. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen.
Imperie abdecken. Der Meister hat gearbeitet und verstärkt. Finde einen Weg, die Luke aufzubrechen. Lass gut sein, okay, dann muss ich wohl ein Brecheisen sammeln. So, der hat anscheinend noch nicht in meine Vorratskiste. Geliebter Stoff. Mit Pigmenten bemalt. Zeigt eine Familie. So, Lagerfeuer oder Ofen ist immer am Start. Klettern leitermäßig. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Nur ein okay, kleiner dann Schubser. Wir das doch mal. Aber nur ein kleiner. Komm, streng dich an. Streng dich an. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Warum ist was kaputt gegangen? Hoppala. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Okay, untersuche Olins geheime Werkstatt. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. So, das nehmen wir erstmal mit. Die Korkenzieher lassen wir mal da. Das ist die Karte. Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Sehr interessant. Okay, rede mit Erend. Der Beweis. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Ja, mit dem Stöpsel im Ohr. Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt. Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich.
Ich brauche den Fokus. Nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Brutkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Das Feld der Gefangenen. Finde Olin bei der Ausgrabungsstätte. Okay, das kann ich tun. Bis dahin ist er hoffentlich ausgenüchtert. Okay, und dann haben wir da schon einiges erledigt hier im Meridian. Schauen wir mal ganz zum Schluss. Das ist anders als alles, was ich kenne. Ich bin wach. Ist das irgendein Gewürz? Und wachsam. Okay, der verkauft uns schon. Dunkle Ausbildungskiste. Tauschen gegen einen bearbeiteten Metallblock. Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Eine Kiste mit einer ungewissen Sammlung von Objekten. Naja, okay. Können wir ja einmal kaufen. Dunkle, gesetzeslose Kiste, da brauchen wir ein Wüstenglas. Jetzt wissen wir auch, was wir mit Wüstenglas machen können. Helle Ausbildungs... Ausbeutungs... Ausbeuterkiste. Schlagscheinglas. 13. Nehmen wir auch mal mit. Kristallgeflecht. Großwildkiste. Leuchtendes Geflecht. Nehmen wir auch mal mit. Winzigwildkiste. Bildhauerkiste. Eieieiei, was wir hier alles. Scherbenspielkiste. Kaufen wir auch mal. Aber die 25-Kiste brauchen wir nicht. Mysteriöse Kiste. Spezielle Modifikationskiste. Okay, und dann werden wir die ganzen Kisten mal noch aufmachen. Oh, hier sind auf jeden Fall noch ein paar Nebenquests. Das lohne ich mir. Inventar. Schatzkisten. So, Maschine Ausbeuterkiste. Zünderrohstoff. Zünder. Metallscherben. Die sind jetzt ja nicht ganz so interessant hier. Die Rohstoffkiste. Okay. Auch noch nicht interessant. Jetzt geht's los. Dunkle Ausbeuterkiste. Da könnten wir noch eine kaufen, wenn wir wollen. Knoppiges Fleisch. Toll. Ganz toll. Gesetzeslosenkiste. Echo-Hilfe. Ganz stark. Wir tun die 5 Falle. Ganz stark. Okay. Ich sag mal so viel dazu. Das hat sich auf jeden Fall nicht gelohnt. Aus meiner Sicht. Okay, was haben wir denn noch? Eine Schatzkiste. Warum ist denn hier das Zeichen? Altes schwarzes Armband. Alter Ring ist auch neu. Handhabung 50%. Die ist schon nice. Hey, was ist das schlecht? Ach, schon wieder 2 Fertigkeitspunkte? Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Machen wir gleich.